Der neueste Werbespot. Gleich fliegen hier die Fetzen. Die Botschaft: Bei Frosta ist alles nachhaltig, bis in die letzte Möhre. Der Marketingchef schaut zu. Der Spot soll im Zeitraffer zeigen, was er sich vor 10 Jahren mit seinen Leuten ausgedacht hat. Frosta musste sich neu erfinden. Der Umsatz brach ein. Wir haben damals auch selbst bis zu 200 Zusatzstoffe verwendet für die Marke. Und wir hatten das Gefühl, dass alles, was wir produziert haben, irgendwie gleich schmeckte. Und wir wollten wieder zurückkehren zu einem eher authentischen Geschmack, weg von der Lebensmitteltechnologie, wieder hin zum Kochen. Aber wie wird man glaubwürdig, ohne dass es nach Imagewäsche aussieht? Nachhaltigkeit? Erstmal wurden wieder echte Köche gebraucht. Lebensmitteltechniker waren in der Frosta-Testküche nicht mehr gefragt. Der natürliche Geschmack des Essens musste neu entdeckt werden. Also im Grunde genommen stellt man fest, dass man viele Dinge gemacht, also Zusatzstoffe zum Beispiel genommen hat, was gar nicht notwendig ist. Das war damals vor allem dieses Glutamat. Das war ja noch vor 15, 20 Jahren, war das fast in jedem Gericht drin. Das hat sich eingebürgert. Das ist also eingeschliffen, ohne dass man es wirklich braucht. Frosta musste investieren. Einmal in neue Maschinen, Beispiel diese Salzmühle. Sie wird nun gebraucht, weil Salz verklumpt nun mal, wenn man Zusatzstoffe weglässt. Cayenne Pfeffer, Fenchel, Boxhornklee. Investiert werden musste auch in Menschen. Gewürze, die mischen sie nun selbst, statt wie einst per Fertigmix einzurühren. Bedeutet aber auch höhere Arbeitskosten. Diese Jahre waren bitter, denn erstmal brach 2003 der Umsatz ein. Als wir merkten, dass es nicht funktionierte, da kamen dann auch Banken, wollten Bürgschaften, weil es ging dann auch mit dem Gewinn zurück. Und es gab dann auch eine Phase, wo wir Leute entlassen mussten. Die Pleite war greifbar. Sollte das etwa der Preis sein? Man war doch nun Vorreiter, einer der gesündesten Hersteller in Deutschland. Echter Pecorino statt Käseersatz. Ja, da wurde schon ein bisschen, hat man sich schon Gedanken gemacht, ob das auch wirklich der richtige Weg ist, ob der Verbraucher das auch wirklich möchte, ein Reinheitsgebot. Aber jetzt so im Nachhinein hat sich herausgestellt, ja, er will es. Die Zeit, man muss ja einen langen Atem scheinbar haben. Ja, das ist eine Frage des Wollens, nicht? Also was will ich genau machen? Und wir haben gesagt, bei uns muss sich eben die Technik dem Produkt anpassen. Und nicht umgekehrt. Vorher war es eben lange Zeit anders. Also die Produkte mussten eben so angeliefert werden, wie sie optimal produzierbar waren. Und das haben wir geändert. Der gesamte Firmenansatz musste sich ändern. Wo vorher heimlich Tuerei war, kam nun Transparenz. Von jedem Fisch, jedem Gemüse musste nun die genaue Herkunft ermittelt werden. Auch woher sie den Strom nahmen, wurde nun Thema. Energie sollte aus erneuerbaren Quellen kommen. Jedenfalls hat sich die Ausdauer gelohnt. In den Folgejahren ging der Umsatz stetig bergauf. Zurück am Filmset. Frosta leistet sich teure Fernsehwerbung, will aber nicht mehr so tun, als ob. Aufnahmen vom Set werden sofort im Netz veröffentlicht. Letztlich, das geben die Manager zu, wollen sie mit der Nachhaltigkeit vor allem Profit machen. Wir haben eben auch sehr viel Energie eingespart. Mhm. Und Nachhaltigkeit heißt eben immer auch Kosten sparen. Und insofern erfüllt das auch einen wirtschaftlichen Zweck. 10% teurer musste Frosta werden, aber die Käufer akzeptieren es nun. Also Markenbotschaft, Nachhaltigkeit, es lohnt sich.